Servus Leute, ich bin der Giganti und ich begrüße euch zum heutigen Video. Das heutige Video ist ein klein wenig anders. Ihr seht schon, ich bin nämlich nicht in WoW Classic unterwegs, sondern tatsächlich in WoW Retail. Und das soll auch so ein bisschen heute zum Thema werden. Und zwar möchte ich mich heute damit beschäftigen, ob denn der Classic-Hype tatsächlich vorbei ist oder ob er noch weiter andauert. Warum? Zunächst mal möchte ich natürlich die Frage beantworten, wieso spiele ich gerade Retail und nicht Classic? Und das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich habe gemerkt bei meinem BlizzCon-Video bzw. After-BlizzCon-Video zu Sylvanas und dem Jailer, das ihr euch übrigens oben rechts im Eck anschauen könnt, habe ich gemerkt, so, du bist gar nicht mehr ganz so fit mit der Story. Was ist jetzt so als letztes mit Sylvanas passiert? Und weil das meiste oder das aktuellste ist eigentlich nach dem Release von Classic schon gekommen. Und das hast du gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Also habe ich mich wieder in Retail eingeloggt, um mich ein bisschen storytechnisch auf den neuesten Stand zu bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ein klein wenig dabei hängen geblieben, denn Retail bietet einfach so viel Story, Kampagne und Sachen zu tun. Und allein, weil es mich aufgeregt hat, nicht fliegen zu können, da bin ich jetzt dabei, wie ihr seht, ich bin gerade in Nazjata unterwegs, mir den Ruf zu erfahren bei den beiden neuen Fraktionen, damit ich tatsächlich in Retail fliegen kann. Und ja, und das hat mich heute, beziehungsweise gerade aktuell, auf den Gedanken gebracht, Mensch, mach doch mal ein Video, in dem du so ein bisschen erläuterst, ob denn der Classic-Hype schon vorbei ist. Und als erstes möchte ich euch direkt wieder mit einem Fazit kommen. Ganz einfache Antwort, nein, der Classic-Hype ist natürlich noch nicht vorbei. Man braucht sich einfach nur mal die Spielerzahlen angucken, die gerade auf den ganzen Classic-Servern so unterwegs sind. Ja, ich meine, ihr werdet es selbst gemerkt haben, das Layering ist jetzt abgeschaltet, da das World PvP und Ehre-System eröffnet ist. Ja, die Warteschlangen sind lang, die Server voll, ja, das PvP-Gemetzel in vollem Gange. Und dementsprechend kann man, glaube ich, hier an dieser Stelle kurz und knapp sagen, nein, Classic-Hype ist nicht vorbei. Classic ist so aktuell, ja, oder sagen wir fast so aktuell wie zum Release auch schon. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind schon einige Spieler von Classic wieder auf Retail auch zurückgewandert. Das kann unter anderem daran liegen, ja, wie gesagt, wie in meinem Fall, ja, die Story, dass die Aufgaben, die im Retail einfach auf einen warten, aber auch, glaube ich, so ein bisschen, dass viele, die eben noch nie Classic gespielt haben, Classic doch auch etwas unterschätzt haben. Deshalb sind hier die Mitspielerzahlen oder Spielerzahlen leicht rückläufig, wenn auch das ja kein Grund zur Sorge sein soll. Zudem ja, glaube ich auch nicht, dass Retail ein starker Konkurrent jemals zu Classic werden wird. Da habe ich auch ein Video letzte Woche zu gemacht, könnt ihr euch auch übrigens oben rechts im Mac anschauen. Ja, das Thema dort war, kann das neue WoW-Addon Shadowlands Retail quasi töten, ja, aussterben lassen. Nicht Retail, Entschuldigung, Classic natürlich an dieser Stelle aussterben lassen. Und auch da bin ich zum klaren Schluss gekommen, nein, kann es nicht, aber guckt es euch gerne an. Im Übrigen, wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch gerne an dieser Stelle ein Like oder sogar ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr auch ja nichts mehr verpasst. Auch wenn ich in letzter Zeit etwas unregelmäßig hochlade. Ich gelobe hier an dieser Stelle Besserung. Die Arbeit lässt im Moment einfach nicht zu, für mich mehr zu spielen, beziehungsweise noch mehr Videos zu machen. Wenn man überlegt, ja, ein so ein Video kostet mich halt auch immer gut 3 bis 4 Stunden Zeit. Dementsprechend auch das Video hier mal während im Spielen auch. Das also mit der Webcam aufgenommen hier. Wenn euch das Format so gefällt, übrigens könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, das war jetzt kurz und knackig. Ist der Classic-Hype vorbei? Nein, ist er nicht. Er ist stark wie je zuvor. Oder genau wie zuvor. Er wird etwas abflauen, logisch. Er wird nie ganz aufhören. Classic wird nicht aussterben.
Und mit diesem Fazit soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein an dieser Stelle. Wie gesagt, ich will das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, was durchaus möglich wäre, mit den verschiedenen Argumenten hier zu kommen. Oder das Ganze noch in die Breite zu kommen, zu reden, weil die ausschlaggebenden Argumente habe ich euch natürlich schon geliefert. In diesem Sinne bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, habt wie immer ganz viel Spaß am Spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie gesagt gerne ein Kanal-Abo da. An dieser Stelle, wo jetzt eigentlich das Video ist, also genau hier könnt ihr es da lassen. Oder oben eins meiner anderen Videos anschauen, gerne eins von den vorher angesprochenen. Habt wie immer Spaß am Spiel. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Giganti.